Comrade, wir brauchen ein Update. Haben unser Dragunov, der ist schon so lange im Dienst. Haben wir da? Nicht falsch verstehen, der Dragunov ist ein sehr präzises, gutes Gewehr. Und damit auch willkommen beim Waffenhof zum neuen Video. Heute haben wir die neue Ausführung, nämlich das MR1. Das ist von Izmash die Neukonstruktion und so gesehen eigentlich die Neuverbesserung vom klassischen Dragunov SVD. Sehr markant bei der ganzen Waffe ist, es ist ein Block. Man muss sagen, der Dragunov ist um einen halben Kilo ungefähr leichter als das MR1, kommt aber dem MR1 beim Schießen zugute. Das sehen wir uns später beim Schießstand dann noch an. Und wie man es klassisch kennt, die Moderne geht natürlich auch mit den Russen. Und genauso ist es hier. Statt dem russischen, klobigen Schaft hinten, mit dieser einfachen Holzausformung, welche eigentlich für den Schulterabstand wesentlich zu kurz ist, ist zumindest meine Meinung, haben sie eben hier beim neuen MR1 einen Klappschaft gemacht, der auch in der Länge und in der Höhe verstellbar ist. Und das Ganze lässt dann den Soldaten oder den Schützen eben die Waffe individuell einstellen, je nachdem, wie es er dann natürlich braucht. Vom Dragunov übernommen wurde natürlich klassisch die 762x54R. Praktisch die Nagant-Patrone ist schon sehr lange im Dienst. Die haben sie ja auch hier standardmäßig ganz normal übernommen. Ebenso auch das Dragunov-Magazin. Die Konstrukteure eben von Izmash hatten gesagt, ja, die Magazine sind schon lange im Dienst, es sind massenweise von diesen Magazinen vorhanden. Wir brauchen eigentlich für diese Patrone kein neues Magazin nicht entwickeln. Das taten sie auch nicht. Es wurde die Magazinaufnahme neu konstruiert, aber das Gewehr verwendet ganz normale Dragunov-Magazine, eben auch im Dragunov-Kaliber. Mit der neuen Magazinaufnahme ist es bei diesem Gewehr um einiges leichter und besser, das Magazin richtig einzuklinken. Weil beim Dragunov teilweise, wenn man sich ein bisschen verkeilt, dann ist es mit dem Magazin etwas schwierig und man bekommt das Magazin nicht rein. Und außerdem haben sie hier den Hebel noch verlängert. Normalerweise der Dragunov hat sowieso nur diesen Hebel, den man in diese Richtung bewegt, um das Magazin rauszugeben. Hier haben sie aber gleich den Hebel bis zum Fänger direkt unter den Abzug verlängert, sodass ich nur noch runterdrücken brauche und das Magazin sofort entfernen kann. Außerdem, genau, im Gegensatz zum Dragunov ist hier der Repetierhebel nicht rechts, sondern links. Genau, und das Praktische am ganzen Gewehr ist natürlich die Kompaktheit und einfach generell die Konstruktion. Natürlich sehr zuverlässig. Man hat es auch gesehen, es gibt auch vom Russian Television bzw. vom russischen Fernsehen einen Bericht über das Izmash-Werk, wo Wladimir Putin, also der russische Präsident, das Werk besichtigt hat. Dementsprechend gibt es auch eine Videoaufnahme, wo er mit diesem neuen Gewehr auch am Schießstand von der Fabrik schießt und wirklich sichtlich seinen Spaß daran hat. Und er ist sichtlich begeistert von dieser Konstruktion. Genau, er ist begeistert von der Konstruktion. Von der Präzision her auch sehr gut. Einwandfrei. Vom persönlichen Bericht her, von meiner Erfahrung her, wirklich top. Und was auch das Ganze sehr interessant macht, ist eben, dass oben standardmäßig jetzt diese Picatinny-Schiene verwendet und hinzukonstruiert wurde. Das macht es eben um einiges leichter. Man kann jede Optik mit jeder Montage eigentlich verbauen. Das macht es eben auch für westliche Nutzer, wenn man so will, oder europäische Nutzer um einiges leichter. Die Sicherung ist außerdem auch wieder etwas anders als beim Dragunov. Beim Dragunov hat man ja die klassische, sage ich mal, Kalaschnikow-Sicherung, die Seitensicherung, die man nach unten bewegt. Hier aber ganz klassisch so zu betätigen wie bei beispielsweise einem AR-15. Genau, beidseitige Sicherung. Auch beidseitig. Gesichert und scharf auf Russisch. Geliefert wird diese MR1 aber auch in zwei Kaliber, eben in der 308 und der 762x54R, also in der Nagant-Patrone. Genau. Wir schauen uns das Ganze noch kurz am Schießstand an, auch im Vergleich mit dem Dragunov. Er ist natürlich eine Ikone, er schlägt sich auch sehr gut, ich schieße ihn auch gern. Aber das MR1 ist natürlich dementsprechend neu in der Zeit. Wir haben ja mittlerweile 2020 und da sind irgendwo die Russen auch mit der Technik mittlerweile angekommen. Viel Spaß beim Video am Schießstand.
Natürlich jetzt nach dem Dragunov probieren wir das M1 auch aus. Man muss sagen, es ist ums Kennen vom Gewicht her schwerer. Das heißt, ich werde wahrscheinlich weniger Rückstoß spüren. Also ungefähr ein Gewichtsunterschied von 1 Kilo. Und auch generell vom ganzen Handling her, vom Anliegen her, gefällt mir das jetzt auch schon einiges besser als der Dragunov. Ist natürlich der Vorgänger, aber hier haben sie wirklich einiges verändert, was nur gegangen ist. Probieren wir es aus. Ausgezeichnet. Vom ganzen Schussverhalten her, mir gefällt es wirklich um einiges besser als das Dragunov. Der Rückstoß ist auch wesentlich weicher und wie ich es gesagt habe, eben wegen dem Gewicht, weil das M1 um einiges schwerer ist, es stoßt nicht so extrem wie der Dragunov. Also alles in allem, super Konstruktion, top beim Schießen, mir gefällt es wahnsinnig gut. Also mein persönlicher Favorit ist ganz klar hier das ME1 vom Schießen, auch auf dem Schießstand. Wir haben es ausprobiert, rein vom Schussverhalten her. Wir betonen es nicht auf Präzision. Auf Präzision wird es vielleicht, wenn ihr wollt, noch ein Video geben, auf eine Distanz von 2, 3, 4 oder vielleicht sogar 500 Metern. Und mir persönlich, also ich bin ein Fan davon, gefällt mir sehr gut. Das kann ich eigentlich ebenfalls nur bestätigen. Was mir ehrlich gesagt beim ME1 aber nicht so gefällt, ich meine, das ist aber der einzige negative Punkt, es ist etwas schwerer als das Dragunov. Also wenn man das Dragunov gewöhnt ist, das Dragunov ist wirklich super leicht, es ist komplett einfach zum Tragen, auch angenehm, wenn man das Dragunov gewöhnt ist und dann kommt auf einmal ein neues Gewehr und es ist doch, es spürt man schon, dass es wirklich schwerer ist. Das ist aber auch der einzige negative Punkt, den was ich hier sagen kann. Naja, wenn man es gewöhnt ist und wenn man dieses Gewehr länger schießt, dann ist das einem auch egal. Dann gewöhnt man sich an dieses Gewehr. Aber wie gesagt, von der Präzision unübertroffen, Dragunov genauso. Es ist einfach eine modernere Weiterentwicklung vom Dragunov. Ansonsten eigentlich beide top. Also bis auf den Punkt, was ich bis jetzt gesagt habe, gibt es nichts Negatives darüber. Kann ich eigentlich auch nichts Negativeres mehr sagen. Es gibt eigentlich nur gute Features. Wie gesagt, ich persönlich bin ein Fan davon. Wenn ihr das auch so seht oder solltet ihr eventuell auch schon eines haben, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Und ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann beim nächsten Video.